Als ich ganz klein war, hatte ich jetzt nie wirklich den grossen Traum, Skirennfahrerin zu werden. Wir waren früher jede freie Minute auf der Skipiste. Das hat mir enorm gefallen. Und ich habe noch drei Brüder. Darum wollte jetzt schon immer jeder schneller sein als der andere. Mein Ausgleich finde ich eigentlich immer daheim, der Heimat. Und ich bin sehr gerne draußen in der Natur. Ich war früher schon sehr viel draußen. Manchmal bin ich wirklich auch die Person, die gerne einfach ein bisschen Ruhe hat und auch mal ein bisschen für mich allein und ein bisschen Gedanken ordnen. Das ist für mich sehr wichtig. Eine grosse Stärke von mir ist sicher mein Ehrgeiz, den ich eigentlich überall habe, wenn ich etwas mache. Und ja, ich habe das Gefühl, wegen dem bin ich jetzt auch da, wo ich jetzt bin. Als ich gestürzt bin, ja, da weiss ich noch gut, wo ich am Start gestanden bin. Und alle waren sehr nervös. Und ich habe wirklich nicht gewusst, wenn ich jetzt die Etappe fahren soll. Das war für mich ein sehr schwieriger Moment, weil ich halt auch nur schon die anderen gesehen habe, wie sie zu kämpfen haben. Die einen hatten, glaube ich, sogar Tränen in den Augen gehabt. Und dann nachher musste ich dort abfahren. Es war wirklich nicht eine einfache Hand. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt meine Taschen packe und einfach wieder heimreise. Ich habe nachher wirklich versucht, mich ein bisschen zu öffnen gegenüber den Trainern. Versuche, meine Gefühle zu erklären, was ich empfinde. Oder dass sie sich ein bisschen vorstellen können, wie es mir geht. Und nachher haben mir sicher mir gibt's auch wieder ein bisschen geholfen. Ich habe gesagt, hey, jetzt fahrst du runter, du hast schon so viel Mal das geschafft. Es war das erste Training und es ging wirklich sehr steil los. Und dann habe ich halt für mich so einen Plan an mir zurechtgelegt. Und dann bin ich gefahren, natürlich das hinterste hinten, aber für mich ist es so, hey, es ist gegangen. Und dann kam das zweite Training und dann ist es schon wieder viel besser gegangen. Ich konnte mir so kleine Zwischenziele einfach immer setzen. Das Erfolgsrezept für mich war sicher auch zu kommunizieren, einfach immer zu reden, wie ich mich fühle. Und ich denke, das hat mich schon sehr geprägt. Und ich habe das Gefühl, dass mir das sehr viel jetzt auch geholfen hat. Auch ja, meine Bedürfnisse irgendwie an die zu kommen. Ich meine, wenn du nichts sagst, dann kann er ja das nicht wissen. Oder wo ich das Gefühl hatte, hey, das ist selbstverständlich. Wenn ich jetzt irgendwie so drauf bin, muss der andere das wissen, dass es wegen dem und dem war. Dem ist es wichtig, man redet einer ist zu viel, wieder einer ist zu wenig. Was mir auch noch hilft, ist, wenn ich mich nicht zu fest auf die anderen konzentriere, sondern dass ich einfach mein Ding durchziehe und das nachher so kann, ja, abrufen kann. Dann bin ich am Start gestanden und das war nachher wirklich wie weg, die Unsicherheit, weil ich gewusst habe, du, es geht. Also durch den Prozess habe ich sicher gelernt, dass ich auf meine Stärken noch mehr vertraue und ja, so Rückschläge irgendwie können zu verarbeiten. Das ist für mich wichtig in dem Sinn, oder was ich gelernt habe, ist einfach für mich, dass ich hier offen darüber rede, auch mit einer Vertrauensperson. Ich denke, allein ist es unmöglich. Ich brauche vielleicht ein bisschen länger, bis ich jemandem vertraue, aber dann ist es für mich sicher wichtig, dass ich Gefühle auch rauslasse, dass ich wirklich nicht da irgendwo etwas in mich hineinfließe. Ich wünsche mir für die Leute, dass sie wirklich ihrer Leidenschaft auch nachgehen können und dass sie mit Freude und ja, einfach ohne Sorgen an diese Sache gehen.